Wir gehen nach Heidelberg und da ist die Stimmung momentan ganz anders an der Thoraxklinik, nämlich ein großes Jubiläum. 125 Jahre feiert man da heute, das Ganze mit einem Festakt, wiederum auf der anderen Rheinseite, nämlich bei Neustadt im Hambacher Schloss. Und Thorax, das ist der Brustkorb und entsprechend ist diese Klinik auf die Lunge spezialisiert. Das Ganze, wie gesagt, im Heidelberger Stadtteil Rohrbach und damit ist man auch ein Leuchtturm in Sachen Forschung und Anwendung. 1899 dort im Schlösschen gegründet, das heute auch noch Bestandteil der Klinik ist. Behandeln die Mediziner mittlerweile jährlich rund 45.000 Patienten, führen 2.000 Operationen durch. Und als deutschlandweit eine der ersten wurde die Thoraxklinik als spezialisiertes Lungenkrebszentrum der Deutschen Krebsgesellschaft zertifiziert. In diesen Gründungsräumen des Schlösschens, wo heute ein Tuberkulosemuseum ist und Schulungen weiterhin stattfinden, hat meine Kollegin Bea Jansky mit dem Chefarzt Professor Felix Herth gesprochen. Herr Professor Herth, die Thoraxklinik feiert 125-jähriges Jubiläum. Was sind denn so die Meilensteine? Ja, die Meilensteine sicher, wir sind die älteste Lungenklinik, zumindest in Europa. Ich denke auch wahrscheinlich weltweit nicht ganz so. Die jüngsten Meilensteine waren sicher früher. War das eine Tuberkuloseklinik? Also Patienten lagen wochenlang hier und wurden vielleicht geheilt. Inzwischen hat sich der Wandel hin zu einer großen Lungenklinik, die Lungenkrebs, CBD, Asthma, viele Lungenkrankheiten behandelt. Also dieser Wechsel hin von mal einer Reha-Einheit hin zu einer hochmodernen Universitätsklinik, das war sicher eine Challenge, wo viele Leute, viele Berufsgruppen und auch viele Patienten beteiligt waren. Sie haben es ja eben schon ein bisschen angeschnitten, aber können Sie vielleicht noch mal erläutern, was die Klinik so besonders macht? Die Klinik macht sicher besonders, dass wir uns nur um ein Organ kümmern und damit natürlich eine hohe Expertise an diesem Organ aufweisen. Und wir haben schon seit vielen, vielen Jahren die Kombination aus Grundlagenforschung und schneller Translation hin zum Patienten relativ gut hinbekommen. Das heißt, die Patienten werden stets nach den neuesten Gesichtspunkten diagnostiziert, aber auch therapiert, was dazu führt, dass viele Patienten sowohl regional, aber auch überregional an die Thoraxklinik kommen. Warum ist die Klinik regional so wichtig, aber auch überregional? Überregional natürlich, weil wir eines der Forschungszentren sind, nicht nur in Deutschland, sondern auch international. Regional natürlich, weil wir unsere Patienten in der Region behandeln wollen und daher hohe Expertise sowohl für den Patienten hier aus der Region wie auch Patienten, die vielleicht auch nur für eine zweite Meinung zu uns kommen, beraten lassen und wir zurückgehen in ihr initiales Zentrum. Heute und morgen sind Festakte geplant. Was erwartet die Besucher? Na, die Besucher heute natürlich der offizielle Akt mit Grußworten, mit Vorträgen. Morgen oder beziehungsweise am Samstag dann der Tag der offenen Tür, wo wir aufmachen für die Bevölkerung, dass sie wirklich sehen können, was wird operiert, wie wird operiert, wie funktioniert eine Computertomographie. Aber natürlich auch der Tag der offenen Tür für die Mitarbeiter, Dank an die Mitarbeiter, dass es hier wirklich so gut klappt, weil nur gemeinsam können wir die Patienten auf diesem Niveau versorgen. Herr Professor Herth, vielen Dank für das Gespräch. Vielen Dank.